Herzlich willkommen bei Atomic Heart Let's Play. Im letzten Video haben wir es ja geschafft, ein bisschen hier voranzukommen in diesem Komplex. Soweit ist es zwar noch nicht, aber wir haben diesen einen Roboter gefunden, wo wir das Tor aufbekommen haben und müssen jetzt die Claire, den zweiten Roboter, zusammensuchen, weil der in Einzelteilen verstreut ist. Und dann können wir diesen Drill ausführen, der die Roboter quasi auf den aggressivsten Modus schaltet. Hier haben wir noch so ein Ohr gefunden. Das ist ein robotischer Staubsauger, kurz Robosauger. Der ist der Wahnsinn. Ich möchte mal in mein Inventar mal schauen. Ich gehe mal in den Automaten. Ich würde gerne die Axt ein bisschen verbessern. Hier könnte ich die Waffe anfertigen. Ich nehme sie einfach mal. Gut. Was, ich könnte noch eine anfertigen? Nee. Lager. Die Kalaschpatronen. Das kommt weg. So. Adrenalinkapsel. Okay. Da habe ich Kondensmilch gefunden sogar. So, wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Die Waffe nehme ich jetzt nicht mit, aber ich habe sie mal gebaut. Verbesserung. Ich würde die Axt, weil es ist jetzt eigentlich so meine Waffe, die ich am meisten verwende. Okay, nicht genug Ressourcen. So, das war ja... Den Schlag können wir noch ein bisschen verbessern. Griff. Okay, hier geht's noch ein bisschen weiter hoch. Okay. Dann würde ich den Dominator mal gucken, ob ich dafür noch Ressourcen habe. Nein. Okay. Okay, nein, hier kann ich weiter nichts machen, aber die Axt habe ich verbessert. Ich glaube, dass sie ein bisschen stärker ist. So, jetzt haben die uns ja den Komplex hier geöffnet. So. Was macht das Ding jetzt eigentlich? Muss da hinten lang. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mein Stil. Es ist Tor hinter uns zugegangen. Jetzt ist die Tür hinter uns zu. Komm ich hier rein? Nein. Hier rein komme ich auch nicht. Hier komme ich auch nicht rein. Das ist nicht aktiv, zum Glück. Was bist du von mir, kleiner Mann? So, wo soll ich jetzt hin? Darunter soll ich. Hier ist auch nichts offen. Oh, der weicht aus. Ach, ich habe ihn trotzdem getroffen. Ja, die Axt ist jetzt stärker. So, hier komme ich auch nicht nirgendwo rum. Da sind noch einige Bots. Jetzt bin ich ja hier fast ganz unten. Oh,
Und tschüss. Au. Okay. Das habe ich nicht aufgepasst. So, habe ich schon ein paar besiegt von denen. Hier komme ich auch nicht lang. Da komme ich erst später hin in die anderen Sektionen. Hinten muss ich lang. Okay, was ist das alles hier? Ach, hier komme ich wieder hier hoch. Okay. Soll wahrscheinlich aber das erste Mal. Komme ich hier schon rein? Hier kann ich wahrscheinlich erst ran, wenn ich die Behälter gefunden habe. Okay, da muss ich die Behälter finden. Okay, hier komme ich jetzt erstmal noch nicht rein. Gut, da habe ich mir das angesehen, also muss ich dann doch runter zu dieser Tür zum Eingang. Jo. So. Habe ich jetzt alle Bots eigentlich besiegt? Nee, da stehen noch welche. Der ist ja schon kaputt. Au. So unfreundlich. Wo ist er jetzt hin? Teile her. Ach so, ich muss jetzt die Teile zusammensuchen. Geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Hier könnte was liegen, aber das geht auch nicht auf. Doch, es geht auf. Neuer Scan-Zyklus. Modul Gliedmaße. Bein links. Nicht gefunden. Na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs. Da ist eine Lootkiste. Ich mag Lootkisten. Hier ist weiter nichts. Doch dahinter ist noch eine Lootkiste. Keine sprechende Leiche, nein. Da ist eine Drohne. Kann ich vielleicht hier rein? Ja, da können wir nochmal speichern. Speichere Daten. Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Da fliegt eine Drohne. Okay. Also eine Kamera, aber auch nur ein Ausstellungsobjekt. Hier ist wieder ein Schloss. Ach, okay. Wie ging das jetzt nochmal?
Wie konnte ich das Schloss jetzt nochmal drehen? Wie konnte ich, ach so. Yes. Aufgeknackt. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Okay. Aha. Okay, und schon kann ich dort. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Genau. Da ist wieder einer. Oh, wieder klettern oder wie? Ach hier. Charles, wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur sieben dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Ah, hier hoch geht's. Ich komme hier hoch. Nein, dann ist es noch nicht das Richtige.
Ah, ich muss erstmal, okay. Probieren wir mal das. Ob das klappt. Da komme ich nicht rein. Diese Rätsel immer, wow. Da komme ich auch nicht rein. Au! Ach, okay, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Oder? Ist das ein anderer Raum? Ja, hier war ich schon, genau. Ah, okay. Dafür ist das da, falls man hier runterfällt. Okay. Dann ist es nichts Richtige gewesen. Das könnte das Richtige sein. Nee, das war zu. Das gibt doch zu. Alter Schwede. Nochmal. So. Die haben nichts dabei. Da ist wieder so einer dabei. Herr mit deinen Sachen. Mal gucken, ich werde das mal hier hochgehen, ob hier noch irgendwas ist. Nein, hier ist nichts mehr. Komm schon. Okay, ich hab sie. Hier ist wieder sowas. Hier ist wieder so eine Tür. Ja, hier sind... Okay. Jetzt muss ich wieder so ein Rätsel lösen. Wo soll ich denn hin überhaupt? Ah, hier runter? Darunter wahrscheinlich. Hier komme ich auch nicht runter. Nochmal. Soll ich nicht hier runter? Ja, soll ich runter? Hier komme ich aber nicht darunter. Ach, da ist eine Tür. Hier ist eine Tür, aber
komme ich auch nicht darunter. Da passiert auch nichts. Na dann nochmal und nochmal schauen. Kriegen wir schon hin. Das sind aber auch komische Rätsel. Hier ist verschlossen. Da wäre aber eine Tür. Und da wäre noch so ein Teil. Alter Schwede. Hier ist wieder. Ah, nein, hier komme ich auch nicht lang. Jetzt muss man das hier echt alles absuchen. Goldene Schweine. Ich steige noch nicht dahinter, was ich hier genau mache. Also. Hier komme ich runter. Ah, okay. Jetzt bin ich hier unten. Au. Bin ich aber unsanft hier runtergesprungen. Muss ich schauen. Soll hier irgendwo hin. Ah, okay. Nein, das soll ich auch nicht machen. Vielleicht auf der anderen Seite? Ich soll da oben das Ding erreichen. Das ist aber nicht... Hier komme ich so wieder zurück. Ich check's noch nicht so ganz. Kann ich das da auslösen? Nee. Hier drüben kann ich auch nichts anrichten, wa? Nee, da kann ich gar nichts anrichten. Ich check's noch nicht so ganz. Haben wir das so? Was haben wir jetzt hier auf der Seite? Ich glaube, was wir vorhin gemacht haben mit den Etagen, also mit den Podesten, das war schon richtig. Hier können wir jetzt auch nichts auslösen. Das war schon richtig. Das würde Aber hier kann ich mich auch hochhangeln. Kann ich mich hier auch hochhangeln? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, da war das schon richtig mit den Podesten. Dann machen wir das mal wieder. Komme ich nicht hoch? Ab hier komme ich hoch.
So, und jetzt ihn betätigen. Aha. Okay, das ist ja mal wirklich ein Gerätsel. Da ist doch irgendwas. Du hast die Wartungsräume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Okay, ihr sieht was feindlich aus. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich hier eins auf die Schnauze. Ich klemme fest. Scheiße, ich habe keine Energie mehr. Ich kann hier nirgendwo hochspringen. Oh, hoffentlich muss ich jetzt nicht komplett von vorne machen, ey. Wo war ich als letztes? Gutes Rätsel, weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Mal schauen. Ah, gut. Erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich hier eins auf die Schnauze. Pass auf! Ich krieg's nicht hin. Oh je. Na, die Schrotflinte habe ich nicht so gut. Die habe ich nicht so gut upgegradet. Eigentlich gar nicht mehr. Nur die Axt habe ich upgegradet. Räume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Okay, jetzt bekomme ich die Teile zwar nicht, aber ich habe ihn kaputt gemacht. Den anderen jetzt noch. Solche Roboter habe ich noch nie gesehen. Dieser Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich hier eins auf die Schnauze. Denn wo ist
dein scheiß Knopf! Na komm schon. Alter, lad nach, komm schon. Ah, endlich. Mann. Ist da sonst noch irgendwas, was wichtig sein könnte? Nein. Da vorne liegt wahrscheinlich wieder ein Arm. Ja. Nummer 1. Charles, Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig und Form und Ort gehören zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so anmutig und elegant. Wo muss ich denn hin? Ach so, anbauen. Teile anbauen. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Jetzt wieder hoch. Ich hoffe mal, ich finde jetzt mal einen Speicherpunkt. Und dann muss ich hier wieder lang. Nee, ich muss hoch wahrscheinlich. Ich würde gerne mal wieder was zum Abspeichern finden wollen. Da könnte ich lang. Hier könnte ich lang. Kann ich hier schon aufmachen? Nein, noch nicht. Neuer Scan-Zyklus. Modul Gliedmaße. Arm rechts gefunden. Ort Wawilow-Etage. Übertragung gestört. Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Klingt ja merkwürdig. Ich wollte mal zu meinem Abspeicherpunkt hin. Ausstellungsbereich wird gescannt. Nee, hier wollte ich auch noch nicht hin. Gefunden. Ermittle Koordinaten. Analysiere strukturelle Integrität. Kopfposition. Chelomei-Ebene. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Exzessiver Druck entdeckt. Exzessiver Druck? Das arme Ding. Sie wird zerdrückt. Wo kam ich denn her? War das nicht da vorne? Als wäre ein ganzes Gebäude auf sie gefallen. Oh Major, das ist zu grausam. Einfach unerträglich. Ja, ja, schon kapiert. Ach, hier war noch eine Lootkiste. Hatte ich. Ja, hab ich die nicht schon gehabt? Wo war jetzt nochmal? Wo war jetzt nochmal die Stelle, wo wir herkamen? War das hier? Hier war das nicht. Wir kamen ja von hier oben her. Ach ja, von hier kamen wir her, genau. Okay, da kann ich jetzt nicht zwischendurch abspeichern. Ich mache aber jetzt trotzdem Schluss für dieses Video. Wir haben ja jetzt einen Teil zumindest gefunden. Wir haben den Rumpf gefunden und ein Bein. Naja, jetzt fehlt uns noch der Rest. Und dann mal schauen. Im nächsten Video machen wir auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Lasst ruhig gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, da könnt ihr mich riesig unterstützen und unter meiner Videobeschreibung findet ihr den Link für Instant Gaming. Dort findet ihr super günstige Games, auch neue Spiele, super günstig. Schaut euch den Link mal an, der Link ist komplett kostenlos und ich sage ciao, bis dann!